Ja, servus und moin moin, hier ist wieder euer Danny. Ich habe heute hier das Rotbier von der Ratsheim Brauerei am Start. Ein ganz alter Bierstil, der hier in Hamburg auch schon im 13. Jahrhundert gebraut wurde. Ich komme aus Nürnberg, auch so eine Rotbierstadt, so wir haben eine kleine Konkurrenz mit Hamburg. Jetzt hier mal der Hamburger Vertreter von der Ratsheim Brauerei. Ist eine schöne Geschichte, 1536 ist Joachim von Lohe mit diesem Bier dann auch, hat er quasi Einzug in die Geschichte genommen. Und zwar hatte der eine Rotbierkneipe ungefähr dort, wo der heutige Fischmarkt ist. Das war damals außerhalb von den Hamburger Stadtmauern. Das heißt, wenn man dann zum Joachim gehen wollte und einen trinken, dann musste man so ein ganzes Stück laufen. Deswegen dachten sich die meisten Bürger dann, naja, dann nehme ich da gleich ein paar mehr. Ne, dann kann man dann, wenn man heimläuft, ist da ein bisschen spannender, ne, ist ein bisschen lustiger. Aber wie es halt so man ist, ne, wenn man dann so einen richtig schönen Suff hat, ne, da randaliert man dann so ein bisschen und da schreit man rum. Und das war den Hamburger Stadtvätern dann immer schon so ein bisschen ein Dorn im Auge. Und dann müssen sie auf Plattdeutsch sowas gesagt haben wie, hier der Joachim mit seiner Rotbierkneipe, nee, der ist uns Altonau, also viel zu nah an den Hamburger Stadtmauern dran. Dann hat sich rundherum um diese Rotbierkneipe langsam ein kleines Dorf gebildet, ein Fischerdorf, was zwischenzeitlich dänisch war und heutzutage der schöne Stadtteil Altonau ist. Also geht alles auf dieses wunderbare rote Gesöff zurück. Das ist zumindest eine von drei Geschichten über die Herkunft von Altona, wie ich finde, aber die schönste. Ja, dann gucken wir mal, was es so auf sich hat hier. Wenn ich hier mal einen ordentlichen Zug nehme, dann riecht man hier ganz klar die malzigen Noten dann auch in diesem Rotbier raus. Das erinnert sehr viel an Karamell, sehr viel an Waldhonig dann auch. Kommt noch so ein bisschen auch was von Johannisbeeren durch, also so eine leicht fruchtige Note. Ne? Hopfen kommt auch ganz hinten noch ganz gut durch. Saphirhopfen soll das sein, um das Ganze runter zu bittern. Die Farbe natürlich, ne? Deswegen heißt es ja auch Rotbier, richtig schöne Rot, Rubinrot würde ich schon fast sagen. Also ein ganz schöner Vertreter dann eben dieses Rotbiers. Ja, dann probiere ich mal. Ja, super schön, süße Vertreter hier, 28 Bittereinheiten, also nicht so viel bittere. Hinten merkt man schon den Saphirhopfen dann im Abgang, der das Ganze ein bisschen runterbittert. Ansonsten dominieren hier einfach diese süßen Noten von Karamell, Honig, süße rote Früchte. Also ganz toll zum Trinken, kann ich mir gut zum Beispiel zum Barbecue vorstellen. Da denke ich, könnte das super gut funktionieren. Oder dann auch zu Hamburger Roter Grütze. Ne? Dann bleiben wir hier oben in Hamburg mal mit einer schönen Speisenempfehlung. Da passt das auch ganz gut. Ja, also ganz feine Geschichte. Probiert es doch selber mal und sagt mir, wie ihr es findet. Und schreibt mir es dann unten in den Kommentaren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Auf jeden Fall super zusammen.